Okay, hier ist Blumentopf. Wir sind gerade auf Freestyle-Tour und ihr seid gerade vor eurem Fernseher bzw. vor eurem Computer und schaut Splash TV. Yeah! Dann würde ich erstmal ganz banal anfangen und zwar euch fragen, wer denn die Idee hatte mit der Freestyle-Tour. Kam das aus der Band? Ja, es kam schon aus der Band. Also es war so, wir wollten das mal machen. Wir haben immer gutes Feedback bekommen auf unsere Freestyle-Einlagen halt. Wir freestylen mal bei jeder Show, egal ob Festival oder Clubshow. Ist immer gut angekommen, waren immer Highlights für uns und auch für die Fans. Und wir wollten halt mal was Neues probieren und haben gesagt, lass uns mal probieren, ob wir das auf Showlänge quasi einen Monat lang eine Tour machen können. Und so haben wir es gemacht und es macht sehr viel Spaß und klappt überaus gut. Das ist ja auch, glaube ich, eine gute Sache, weil es kein so großer Aufwand ist, oder? Also ich meine, de facto muss der DJ, glaube ich, vielleicht ein bisschen was machen im Vorfeld, was Vorbereitung angeht, aber ihr könnt weiter am Album arbeiten. War das auch so ein kleiner Aspekt, dass ihr gesagt habt, das ist gut umsetzbar im Augenblick oder spielt das keine Rolle? Also der Aufwand ist vom Reisen der geringere, aber so Vorbereitung oder so jetzt zur Freestyle-Tour ist nicht so. Wir machen so viele Auftritte, dass wir jetzt auch nicht nebenher so krass viel an diesem Monat im Album arbeiten können. Wir werden jetzt natürlich noch uns anstrengen, dass wir die 2 Off-Days nutzen, um wieder einen Schritt weiter zu gehen. Aber so, okay, das stimmt schon, dass wir davor jetzt nicht üben müssen in Freestyle, so dass man jeden Abend das auf der Bühne eigentlich macht, aber normal können wir die Lieder auch und dann müssen wir halt die Bandproben irgendwann machen, aber ich glaube auch nicht, der Voraufwand ist auch nicht größer, oder? Ich meine, der Aufwand, der natürlich wegfällt, wenn wir jetzt eine Tour fahren, ist natürlich, dass wir jetzt, also die Grundlage für eine neue Blumentopf-Tour wäre die neue Platte und die sind wir gerade am machen, die ist quasi noch nicht fertig. Das ist der größte weniger Aufwand im Vorfeld von der Freestyle-Tour, dass wir quasi keine neue Platte jetzt gebraucht haben, um auf Tour gehen zu können. Man kann es ganz ehrlich so sagen, wir wollten unbedingt auf Tour gehen, haben aber noch keine neue Platte. Ist noch nicht fertig, da haben wir gesagt, komm, noch mal eine Freestyle-Tour. So schaut es eigentlich aus. Das ist die Wahrheit. Okay, mich würde mal brennend interessieren, wie ihr eigentlich die Beats ausgesucht habt. Gab es da von euch Vorgaben oder macht der DJ, was er will? Und wie geht denn ihr da jetzt eigentlich so vor? Ist es so cyphermäßig, DJ macht, was er will? Das ist die Definition des Cyphers. Der DJ macht, was er will. Nee, also ganz ehrlich, es ist jetzt gar nicht fix irgendwie so, was für Beats ausgesucht sind. So, ich meine, es wäre jetzt auch nicht so lustig, wenn du jetzt 15 Shows hast und jeden Abend sind immer ganz genau die gleichen Beats oder so. Also der DJ hat halt einen großen Pool an Beats und legt da mehr oder weniger auf, worauf er Bock hat, ganz cyphermäßig so. Und natürlich, wenn du jetzt hinterher sagst, da war einer dabei, den haben wir gar nicht richtig gehört oder der geht gar nicht, dann sagen wir halt, okay, lass den bitte morgen weg, so. Aber ansonsten macht er da im Wesentlichen, was er will, ja. Also wir haben so ein bisschen die Vorgabe, dass es nicht schneller als 120, nicht langsamer als 70 und Viervierteltakt ist auch so ein bisschen das, worauf wir uns so ein bisschen versteift haben. Also wir sind ein bisschen eingefahren von unseren Freestyle-Möglichkeiten. Also wir sind da ziemlich fix auf Vierviertel, das muss man schon auch mal zugeben. Was mich mal interessieren würde, diese ganze Freestyle-Sache ist immer noch von meinem Gefühl her, auch von der Vergangenheit her, eine Sache, die in München sehr präsent ist. Könnt ihr so ein bisschen erklären, liegt es an der Art, wie da Konzerte ablaufen, oder ist es so ein kulturelles Ding, dass alle das immer gemacht haben, dass es das ein wichtiger Teil für die Szene ist? Oder wie kommt es, dass die ganzen Freestyle-Sachen oft mit München verbunden werden? Also Main Concept oder ihr oder Creme Fresh sind ja auch bekannt für gute Freestyles. Ich muss sagen, das ist letztes Mal auch erst aufgefallen, dass wirklich so ein, das Freestyle-Ding wirklich eine Münchner Tradition verschnitten hat. Jetzt natürlich gibt es woanders auch noch Freestyle, aber in München gibt es fast keine Gruppe, die es einfach nicht tut. Also egal, ob du jetzt den 4 zu 1 Leute nimmst, also ein Reckless oder auch der Reptile früher, alle sind Freestyler. Ich meine, ich begründe fast mit dem, der David hat da schon einen Grundstein gelegt, glaube ich, in München dafür. Und wir sind jetzt auch dazu gekommen und sind durch das Freestyle dazu gekommen und haben dann auch viele Kumpels gehabt, die auch zu der Zeit gefreestylt haben. Also die rappen alle schon, die meisten schon lange nicht mehr, aber das war wirklich in München die Basis, aus der Sachen, Ideen bei uns in der Crew entstanden sind. Und das ist auch geil, dass in München jetzt so Creme Fraiche zum Beispiel, die wirklich saugut freestylen auch. Also das nicht nur alles machen, sondern auch vieles gut machen, ist natürlich noch besser. Aber das ist schon ein Phänomen. Das liegt am Föhn, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es am Föhn liegt, aber das ist halt dann doch wirklich so, dass eben durch so Gruppen wie Main Concept und durch die Szene, die halt damals war, und durch Leute wie uns, die das halt auch weitertragen, schon ein bisschen so ist, dass man halt das Gefühl hat, so als Münchner, das gehört so ein bisschen dazu als MC. Wenn du jetzt selber denkst, du bist ein guter MC, dann musst du das schon auch ein bisschen können. So. Es gehört irgendwie so
mit zum guten Ton, dass man das kann so. Und ich denke, dass das halt einfach schon in München so das ist, was da etabliert ist. Dass wenn du da anfängst zu rappen, dann musst du halt auch irgendwie freestylen können, sonst bist du kein Rundum-MC quasi so. Danke. Gibt es dann ja auch bei euch oder in München, aber bei euch einen versteckten Beatboxer? Also wenn der DJ mal nicht dabei ist, also geht man auch schon so weit? Ne? Doch? Ganz gut. Den haben wir irre gut versteckt, aber Leute. Den versteckt sich seit Jahren, haben wir den schon gut versteckt. Ich meine, es gibt also so das Beatboxen schon auch so. Also jetzt bei uns in der Crew, wir haben großartige Beatbox-Talente dabei, hier Roger, Kaios, so ich bin da eher schlecht, Wunder ist auch nicht so sein Ding. Nö, aber es gibt auch, also es gibt ja in der Glockenbach-Werkstatt immer diese Freestyle-Sessions, wo ich am Anfang immer ein bisschen mitgemacht habe. Und da ist es schon so, dass man merkt, wenn da mal der Beat ausfällt oder irgendwas ist, fangen auf einmal da schon auch wieder vier an zu Beatboxen, die es alle so können, so weiß schon, keiner ist aber so wie damals der Elliot oder so, dass virtuos abgeht, aber so. Es gehört da auch schon so ein bisschen dazu bei den jungen Leuten, sag ich mal, bei den Nachwuchstalenten. Die können auch schon alle noch Beatboxen. Als ich gehört habe, dass ihr eine Freestyle-Tour macht, habe ich mich so ein bisschen gefreut und habe auch so ein bisschen ein Statement drin gesehen. War es auch so gedacht oder ist es einfach nur Lust drauf, um den Machen das hier? Also so ein bisschen zurück zu den Wurzeln und die alten Sachen nicht vergessen und auch diese coole, spontane Atmosphäre wieder auffangen. Hat es irgendwie eine Rolle gespielt bei der Entscheidung, das zu machen oder überhaupt nicht? Doch, natürlich auch. Also es ist jetzt nicht so ein, das mehr was, wir machen das ja für uns auch so ein bisschen, das Freestyle-Ding. Wir haben zur letzten Platte haben wir diese Jam-Sessions gemacht, dass wir im Studio uns getroffen haben, jede Instrumente gespielt haben und da gab's bei uns, kamen wir Schwung in diese alte Beziehung. Und diesmal dieses Freestyle-Ding, das ist echt witzig, weil das auch so ein bisschen wie früher ist bei uns, was kleine Clubs, so heiß, wir gehen in die Leute, machen das so lange wir wollen. Also ich glaube auch, das Ding gibt's noch, weil alle immer sagen, das Rap-Ding und so, das zieht gar nicht mehr und so. Und ich muss sagen, hey, wir ziehen jetzt durch diese kleinsten, wirklich kleinsten Läden und die sind so alle so rammelvoll, auch größere Sachen und das geht echt besser, als ich mir das geträumt habe, muss ich sagen. Auch von der Resonanz sind es nicht irgendwie nur 35-jährige Typen da, die sagen, ja, die haben früher mal gut gefreestylt, das schaue ich mir nochmal an, sondern es gibt diese Szene noch und für uns ist schon ein bisschen, für uns ist halt auch cool, das mal wieder so zu machen wie früher, weißt du, dieses Plattenspieler und Separate legt was auf und wir haben nicht diese Nummer sicher 20 Songs, die wir haben, wo wir wissen, dass die Leute, die Eintritt für uns bezahlt haben, die auch alle kennen werden, sondern wir können es genauso auf der Bühne mal wieder verkacken und alles und jeder hat mal einen guten Tag und jeder hat auch mal einen schlechten, das ist schon irgendwie eine aufregende Show oder Tour. Ja, was ich auch sehr cool finde, ist, dass ja bei uns halt, das sind ja nicht nur Hip-Hop-Heads auf unseren Konzerten, so zum Beispiel gestern in Bochum waren richtig viele, 800 Leute da oder so. Ja, also es sind halt quasi viele Rap-Fans da, aber es sind auch Leute da, das ist ja bei unseren Konzerten so, die halt auch andere Musik hören, die halt uns gerne hören, sich so ein bisschen mit Hip-Hop beschäftigen, aber es ist jetzt nicht, dass wir eine Freestyle-Tour machen und dann sind da 400 Rap-Heads, so weißt schon, sondern es sind ja alle da und das ist ja gerade ganz geil, wie ich finde, so dass wir halt durch diese Freestyle-Tour auch Leute, die jetzt wahrscheinlich nicht auf viele Hip-Hop-Konzerte gehen, aber dann gehen sie halt zu uns auf Blumentopf auf die Freestyle-Tour und schauen sich auch, wenn sie daheim vielleicht einen anderen Sound hören, dann mal einfach 2,5 Stunden am Abend Freestyle an, wo du ja sagst, das ist ja schon was sehr, sehr, sehr Rap-Hip-Hop-lastiges. So, das ist schon schwerer, jemanden zu sagen, ey, da gehen wir mal hin. Und das ist dann schon geil, wenn du Leute auch siehst, wo du weißt, das ist jetzt, der kommt aus einer anderen Musikrichtung, schaut sich das aber jetzt gerne mal an und auf einmal steht er da und hört sich wirklich 2,5 Stunden Freestyle teilweise ohne Hook an, wo du sagst, okay, gut. Hat schon irgendwie wahrscheinlich was die Leute begeistert und bringt auch wieder Leute so ein bisschen auch zum Hip-Hop hin. So, das finde ich schon cool. Ja, bei Ohne Hook muss ich an Wu-Tang denken und an die guten alten Zeiten. Ja. was mich mal noch brennend interessieren würde, Hand aufs Herz, was sind eigentlich eure klassischen Ich bin der Typ oder Ich weiß ganz genau, hat jeder von euch und kennen die anderen das? Also ich weiß ganz genau, dass ich ganz genau weiß, dass ich sowas gar nicht brauche. Das weiß ich. Ganz genau, sag ich dir. Ich weiß auch ganz genau. Und die anderen? Was gibt's? Gibt ihr das zu? Habt ihr sowas? Ne? Macht keinen Sinn, es zu leugnen an manchen Abenden. Echt so. So, nö. Sicher, also ich weiß ganz genau, ist natürlich immer vorne dabei. Und ich meine, wenn gar nichts mehr geht, dann ist auch immer vorne dabei, lass nochmal die Hände sehen und gib mir mal ein Ja oder so. Es geht natürlich immer als Schluss. Also ist klar. Aber ich meine, das ist ja auch der Witz beim Freestyle. Und es ist ja auch nicht, wir haben jetzt auch gar nicht unbedingt den Anspruch, da zu zeigen, dass wir einen perfekten Abend machen können. So lieber soll sich jeder so locker machen und man geht weg von seinen Standards und hängt dann auch mal oder verkackt halt auch mal ein Part richtig. Dafür kommen halt neue Sachen dafür auch so, weil uns geht's mehr drum,
wir haben halt Spaß an dem Ding, wenn wir uns gegenseitig überraschen und gegenseitig burnen. Weißt du, es bringt nichts, wenn ich jetzt alle meine 24 Standard-Doppelreime runterklopfe und die anderen können die alle auswendig mitdoppeln und gähnen dabei in ihre Mikrofone, dann entsteht nichts an so einem Abend. So, es kann nur was entstehen, wenn jeder sagt, okay, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass ich wirklich halt mich auf Neuland begebe und auch mal echt Blödsinn erzähle, aber auf Blöd ist halt auch echt was dabei, wo die anderen sagen, ah ja, das war mein Stichwort, dazu fällt mir was ein und steigen dann darauf ein und dann kannst du wieder zurück darauf einsteigen und das ist so ein bisschen der Sinn der Sache. Uns geht es jetzt nicht darum, sozusagen da zu versuchen, irgendwie Perfektionismus anzustreben und auch wenn da 14 Mal, ich weiß ganz genau, drin vorkommt und dafür ist der Einfall für den Rest der Zeile gut, dann ist es auch alles okay. Dieses, ich weiß ganz genau, das erklärt ja auch diese Überzeugung von dem Rapper. Ja? Also der bringt eine Überzeugung, so, der weiß es ganz genau. Ja? Und er vermittelt es dem Publikum und das weiß es dann am Schluss, wenn es durch die Tür geht und heimgeht, weiß es das auch ganz genau. So, super. Da springt der Funke dann über. Okay, dann, ich habe vor ein paar Wochen Jan Delay interviewt, morgen Max Herre. Dazwischen Blumentopf, seid ihr die Letzten, die Fahne hochhalten, die keine Gitarre, doch teilweise ja schon, oder die nicht mehr zumindest, die das Singen immer noch nicht so wirklich machen, oder? Seid ihr die Letzten, die immer noch nicht wirklich singen können? Sehr schön formuliert. Da capo, chapeau. Es gibt ja Autotune. Aber wir sind auch die letzten 5 mit Fahne in diesem Business, ja. Also ich sehe uns jetzt langsam, muss ich feststellen, dass es wenig aus dieser Generation, kann man schon sagen, gibt, die wirklich noch das Rap-Ding machen. Aber wir können halt das am besten so. Also das ist nicht so, dass wir die andere Musik nicht so mögen. Aber ich denke, wir sind halt stark in dem Ding, auch wenn mal jemand eine Hook singt oder so. Ich glaube, eine Topfplatte jetzt mal wieder, eine richtig gerappte, da haben die Leute und glaube wir jetzt gerade mehr Bock drauf, als jetzt auch sowas zu machen, was so ein, also ich meine, wenn wir jetzt was machen, was ganz gesungen wäre, schlimmes Thema. Also das fällt eh aus. Wir könnten natürlich auch uns Leute holen, die uns da helfen, aber das wollen wir gar nicht. Wir können das Ding gut und ich glaube, dass ich das auch von uns am ehesten noch hören will. Leider hat Jay-Z das Autotune ja beerdigt, bevor wir es voll genutzt haben. Also wir sind halt einfach 3 Monate zu spät dran. Jetzt ist es halt vorbei. Scheißdreck. Und die Alicia Keys ruft auch nie zurück, weißt du? Haben wir gedacht, lass mal halt das mit Cut wieder, weißt du? Back to the roots. Dafür haben wir die Steeber Twins A Cappella Platte im Studio wieder ausgegraben und die wird auch nicht schlechter. Da können wir auch noch mal eine Platte, die Hooks raus, zusammen cutten. Was mich mal interessieren würde, ich habe euch vor Ewigkeiten, glaube ich, in Ludwigsburg bei der Nachholtour gesehen. Da gab es auch eine Freestyle-Session und ich weiß ganz genau, dass die Leute am allermeisten abgingen, wenn irgendwelche lokalen Sachen gefallen sind. Also sprich, was weiß ich, in Ludwigsburg, ich wusste nicht mehr, was ihr da erwähnt habt. Macht ihr auch sowas, dass ihr euch so im Vorfeld überlegt, was gibt's hier in Wiesbaden, was können wir hier erwähnen, was weiß ich, Roland Koch und so weiter und so fort. Habt ihr da euch gedacht? Ja, sag mal mehr noch, komm, lass mal. Das machen wir mal, wenn die Kamera aus ist, sonst wird die ganze Show ein bisschen negativer, oder? Nee, das ist natürlich, also was heißt sich voll informieren? Ich meine, also schon, man schaut schon oder ich schaue schon so ein paar Sachen, gucke ich mir raus, vielleicht, wo sind wir genau, wie heißt der Club, wie heißt die Straße, welches Bundesland, wie heißt der Ministerpräsident, auf welchem Platz ist der aktuelle Fußballclub, was ist der Bierpreis im Schnitt hier in den Clubs, also ich meine klar, ich mache vorher monatelang Recherche. Nee, also wir machen nicht monatelang Recherche, aber wir haben jetzt schon zum Beispiel für heute Abend uns vorher noch die Mühe gemacht und zwei Freestyle-Hooks ausgemacht. So. Also wir haben schon, also es ist ein Freestyle-Abend, aber wir machen schon vorher ein paar Hooks aus, wo jeder weiß, okay, wenn einer den anfängt, dann können die anderen 4 den auch. Und dann gibt es wenigstens irgendwie mal ab und zu einen Hook, den jeder mitrappen kann. So. Und da lassen wir uns schon immer so 1, 2 für die Stadt halt einfallen. Die Praxis ist dann immer, dass man sich 2 bis 3 vorher einfallen lässt. In der Show dann nur noch an einen davon nur noch erinnert, leider, weil man sich den halt nur kurz vorher ausgedacht hat, aber dann hat man immerhin so einen Hook für die Stadt, so. Also sowas machen wir eigentlich schon immer. Und das ist dann schon natürlich vorher mächtig lokal ins Zeug gelegt, sozusagen. Ja. Du freust dich auch, wenn hier irgendwas ist, worüber, weil man steht ja vor Leuten im Club, da sieht es ja ähnlich meistens aus. Und auch wenn wir jetzt nicht reimen müssten, kannst du ja nicht hinstellen und sagen, ja, was erzähle ich denn 2 Stunden lang den Leuten, was unterhaltsam ist. Außer ich grabe es die persönlichsten Dinge an, wo alle sagen, oh echt, wirklich, soll zum Arzt gehen. Aber
da freust du dich, wenn irgendwas Besonderes in der Stadt passiert ist oder wenn im Club was eine Fahne hängt oder wenn irgendjemand von der Balustrade fällt oder so, kannst du alles natürlich verwenden. Und ja, und so Hooks natürlich auch. Aber das ist schon das Coole am Freestyle, dass die Leute, weil bei den Sachen checken sie ja, das ist Freestyle. Ob das sagt, ich bin tight am Mic und tolle Zeit, dann das kannst du halt jeden Abend machen. Aber wenn irgendwas hier sowas wie, hey Wiesbaden, ich weiß ganz genau, hey Wiesbaden, ich weiß ganz genau, als Chorus hast, weißt du, dann zieht es halt gut. Ich würde mal nochmal interessieren, einen Schritt zurück. Die Inspiration für die Freestyles, wenn ihr jetzt so 4 Tage oder, ich weiß nicht, wie viele Dates sind es? 10, 11, noch mehr? 16. Also nehmen wir das 15. Date, sind da nicht auch schon alle Themen abgegrast? Lest ihr jetzt Zeitung viel oder wie, wo holt man das alles her? Wir sind ja erst bei der Hälfte, aber ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber ich habe so das Gefühl, es wird von Abend zu Abend irgendwie besser. Also jetzt nicht, dass jetzt irgendwas dabei gewesen wäre, was der Totalausfall gewesen wäre, aber zum Beispiel gerade die letzten beiden Shows waren von den Freestyles natürlich auch schon ein bisschen von dem, wie wir es jetzt machen, so vom Ablauf her, die Shows, wo mir jetzt am meisten getaugt haben. Und ich habe jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass es so ist, dass uns weniger einfällt oder dass alles schon draußen ist, was mal im Kopf drin war, sondern eigentlich eher das Gefühl, dass halt, also ich jetzt mehr reinkomme, also mehr in dieses Freestyle, dass es jetzt eher so, es läuft halt dann, weißt du so? Also das weiß jetzt nicht, woran es liegt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir an der Tankstelle 3 Zeitungen kaufe, die durcharbeite, bis ich hier bin oder so, aber irgendwie vom Gefühl her ist es so, dass man halt wieder so Automatismus im Kopf halt loslöst und dann läuft es auf einmal mit dem Freestyle. Muss man ja auch immer ein paar Mal machen, um wieder reinzukommen. Ganz ehrlich, bringt es auch nicht jetzt aus Sachen aus der Zeitung oder dir ein Tierbuch zu kaufen oder so, die Sachen zu erzählen, die keiner weiß. Weißt du, du brauchst ja irgendwie musst du ja auf Sachen zurückgreifen, die entweder passieren oder die Leute auch einfach verstehen. Also wenn du jetzt, der Wunder könnte bestimmt über Biophysik auch einen Part rappen, das wäre vielleicht irrsinnig gut von rein Technik oder so, aber da würden die Leute halb begeistert wahrscheinlich rausgehen. Und dann macht er 2 Biervergleiche und dann, hey, weißt du musst ja alles, musst ja so eine Mischung haben. Aber uns fällt hoffentlich immer was ein. Ich weiß ganz genau. Okay, dann würde ich mal ganz kurz auch über das kommende Album sprechen. Ihr habt wahrscheinlich schon eine Vision, wie das alles zu klingen hat. Könnt ihr so ein bisschen verraten, in welche Richtung das Ganze geht? Also wenn ihr vorher mit Instrumenten viel gemacht, jetzt macht ihr Freestyles, geht das jetzt wieder zurück zu den Wurzeln oder wie sind da so eure Pläne im Augenblick? Also es sind man kann halt jetzt bei der Tour schon auf den Shows 3 neue Songs hören. Also wir spielen jetzt auf der Freestyle-Tour auch 3 Songs vom neuen Album. Und die sind zum Beispiel sehr Drumloop und sehr Sample-lastig. So viel kann man auf jeden Fall schon mal über die Songs, die wir schon spielen, verraten. Bei der schwierigsten Frage halt, gell? Ja, im Endeffekt, also es ist so, wie der Schuh sagt, ich weiß ganz genau, dass er das gut gemacht hat. Wir versuchen so ein bisschen den Flavor oder den Flair, den die Leute, das Feeling, das sie kriegen, wenn sie bei uns auf ein Konzert gehen, Blumentopf-Konzerte sind eigentlich, die Leute stehen im Schweiß und springen rum so. Es ist immer wahnsinnig viel Bewegung in der Crowd drin. So. Wir reißen die anscheinend irgendwie ganz gut mit, das wissen wir ganz genau. Und so dieses, ich sag mal so ein bisschen Punkrockige, versuchen wir jetzt auch auf die Platte irgendwie zu bringen. So. Also dass wir die Live-Welt mit der Albumwelt so ein bisschen verknüpfen mehr so. Das ist so der Plan oder das ist auch bisher, wie wir gearbeitet haben so. Daraufher auch zurück zu den Samples, ein bisschen roher das Ganze, viel Drumloop so, hau drauf. Punkt. Ich weiß ganz genau, dass ich nicht zu viel verraten sollte, weil so weit sind wir auch noch gar nicht. Naja, wir sind schon weit, aber alles zu seinem Zeitpunkt. Wie habt ihr euch denn eigentlich erst im Vorfeld auf den Sound geeinigt? Weil ich weiß nicht, fast jeder hat ein Soloalbum rausgebracht. Die klingen alle völlig verschieden. Gab es da irgendwelche Diskussionen im Vorfeld, wo der Sound hingeht oder gab es da auch eine blinde Übereinkunft? Also Diskussionen im Vorfeld. Wir haben uns einen Abend lang irgendwie gegenseitig Sachen vorgespielt, haben uns dann auf was geeinigt, haben dann angefangen zu produzieren und zu schreiben, haben dann gemerkt, dass auf das, was wir uns geeinigt haben, eigentlich was total anderes war, haben dann weiter produziert und im Laufe der Produktion dann festgestellt, okay, jetzt haben wir hier irgendwie 3 Tracks, die cool zusammenpassen und wo wir auch alle richtig geil finden. So. Und die haben dann letztendlich eigentlich die Richtung vorgegeben. So. Also es war gar nicht so, dass wir uns konkret vorgenommen haben, sondern es ist dann im Endeffekt eigentlich entstanden so. Also wir haben viel Songs gemacht, viel angefangen und die uns dann am meisten überzeugt haben, die haben dann so ein bisschen einfach die Richtung vorgegeben so. Oder?
sein. Okay, ein anderes aktuelles Thema. Ihr hattet ja vor der Wahl diesen Wahlspot, dass man wählen gehen soll. Hat, glaube ich, nicht so richtig gut geklappt. Und ich weiß nicht, wie habt ihr das alles danach verfolgt? Und wie ist denn, also habt ihr das schon ausgemacht? Und nee, nee, ich wollte ja nur darüber sprechen, ob ihr, wenn ihr so ein Lied macht, euch dann auch noch mehr damit beschäftigt und euch auch ein bisschen mehr betroffen fühlt, wenn es nicht so geklappt hat, weil man hat ja schon die Motivation, dass man mit Menschen erreicht und dass die vielleicht einem dann auch folgen. Ja gut, ich meine, wenn du dann siehst, dass die Wahlbeteiligung halt die Abwärtskurve kontinuierlich weitergegangen ist, dann weißt du halt im Nachhinein, dass es zumindest den Versuch wert war, da ein bisschen gegenzusteuern, weil es war ja schon vorher sozusagen abzusehen, dass die Wahlbeteiligung jetzt wahrscheinlich noch niedriger wird und von dem her bestätigt es dich eher im Nachhinein, dass es den Versuch wert war, sich da zu engagieren. Ich meine, natürlich, klar, wie viel man selber da jetzt konkret bewirken kann oder nicht, ist natürlich eine andere Frage so, aber auf jeden Fall geschadet hat es, denke ich, nicht so. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die Wahlbeteiligung höher ist. Aber ja, also mei, viel mehr als das, was wir gemacht haben, glaube ich, kann man jetzt da so als Privatmensch auch nicht tun. So. Ich war schon enttäuscht, weil ich ohne Scheiß gedacht hätte, Wunder hätte schon ein bisschen mehr Einfluss auf diesen Land. Also war ich schon geschockt, also erzählst du über Geschichten, wie er die Welt verändert und dann so ein Ding. Naja. Hättet ihr euch gewünscht, dass noch mehr Leute sowas machen? Weil ich habe dann teilweise Interviews gelesen, in denen Rapper gesagt haben, nee, geht auf keinen Fall wählen, Politikverdrossenheit wird dann auch von Leuten nochmal breitgetreten. Oder habt ihr da dazu eine Meinung? Ja, das ist halt ganz klar eine Einstellung, sage ich mal. Wir sind halt der Meinung, dass man auf jeden Fall zur Wahl gehen sollte, um halt da so weit dran teilzunehmen an diesem Demokratieding, dass man sich damit danach das Recht halt rausnehmen kann, zu kritisieren. Weil wenn man von vornherein sagt, ich mache gar nicht mit, aber ich finde eh alles scheiße, das ist halt so eine Einstellung, die ist halt hip bei jungen Leuten und die ist auch hip bei den coolen Rappern, die immer so ein bisschen die Outlaws sein wollen oder so, weißt du. Aber damit kommst du halt keinen Schritt weiter so. Und das ist halt unsere Einstellung. Natürlich umso schöner, je mehr Leute das genauso sehen wie wir. Das ist natürlich viele Leute auch anders sehen. Das ist halt so, aber das finde ich eher schade und finde ich bedauernswert. Der Wunder hat es erstmal ganz schlau gesagt. Eigentlich, was, das läuft nicht alles cool. Ist nicht, also die Demokratie, wie sie so ist, ist auch nicht super geil. Aber die Alternative ist auch nicht wirklich da von den Leuten. Wenn die sagen, geh jetzt einfach nicht wählen, weil das ist scheiße, wie es läuft, ist es so ein bisschen. Ja, und dann, weißt du, also das bringt also auch kein Stück weiter und Vorschläge kommen eigentlich nur dann ganz merkwürdige, was dann passieren sollte, also das ist so, also der Wunder wird das für den nächsten Ding, wird das ändern, der Einfluss wird auch wieder größer werden, weil da hat er den Doktor dann, das weiß ich ganz genau, vielleicht geht es heute Abend noch darum, dein Einfluss. Okay, dann gegen Ende würde ich mir ganz gerne ein, es ist noch ein Stückchen hin, aber das Jahr neigt sich ja dem Ende entgegen, wie man im Supermarkt sehen kann. Und mich würde mal interessieren, habt ihr eine musikalische Bilanz zu ziehen? Habt ihr irgendwas dieses Jahr entdeckt oder gibt es irgendwelche Lieblingskünstler, Lieblingsalben? Auch ehrlich gesagt, ich habe da einiges entdeckt dieses Jahr. Also fällt mir jetzt nur gerade nichts ein. Nee, Schmarrn. Also ich muss sagen, ich lege ja auch viel auf und da bin ich halt ziemlich in dieses, okay, man lädt sich halt die Songs runter, die man halt cool findet. Ich bin da sehr auf Songs, halt irgendwie so nur Songs, einzelne Songs. Ich meine, da gab es krasse Hits und coole Künstler, so gerade aus diesem Elektro-Club-Bereich bei mir. Und jetzt gegen Ende des Jahres habe ich wieder angefangen, halt mehr Platten halt dann ganz zu kaufen. So nicht zu sagen, okay, die drei Songs kann ich auflegen, sondern dann hörst du halt alle Songs an. Durch habe ich mir halt die Major Lazer zum Beispiel, die höre ich ziemlich oft. Oder die LaRusse höre ich mir end oft an und solche Sachen. Und das ist mehr so das, was ich halt so irgendwie für mich entdecke. Halt viel durch Blogs und so schaue ich halt mich durch. Da sind auch viele Rap-Sachen dabei. Diese Mayer Hawthorne, glaube ich, heißt diese Soul-Sache, habe ich mir zum Beispiel auch die ganze Platte einfach downgeloadet. Die finde ich ziemlich geil. Und solche Sachen sind das, was ich eigentlich zurzeit musikalisch höre. Genau. Ich glaube, bei allen so ein bisschen ähnlich. Also zurzeit höre ich wieder viel Rap-Sachen, das bei mir, das ändert sich halt echt jede 2-3 Monate, wenn ich halt genug, dann höre ich wieder so Kings of Leon habe ich dieses Jahr, was jeder, wirklich jeder Depp, wollte ich sagen, jeder coole Typ jetzt auch hört, habe ich für mich entdeckt eigentlich das Jahr und habe mir jetzt auch die alten Alben geholt, das ist coole Musik und das höre ich eine Weile lang, höre ich dann so rockige Sachen und dann jetzt höre ich gerade wieder, jetzt gefällt mir halt wieder, wenn jemand ganz normal auf einen Beat einfach coole Sachen erzählt, da stehe ich gerade drauf. Die Kemoi-Platte finde ich geil. Die kennst du nicht, gell? Kennst du nicht. Was ich auch cool finde, ist dieses Neu-Sean-Price-Mixtape, dieses Timbo-Price.
da sind ein paar coole Sachen drauf. Und ja, es gibt viele Sachen. Auf der Wallay gefallen mir zwei, drei Sachen. Auch auf der Master Ace und Ed OG sind, ist nicht alles cool, aber Eight is Enough oder wie das heißt, das Lied finde ich geil. Und die, ja, das Lil Young war auch eine coole Single. Es gibt halt viele so, ja, wenn es dann, da habe ich auch viel von so Blog-Sachen, so Einzelrapper, die wirklich geil sind. Cool ist auch diese Senior Chaos oder wie er heißt, oder die Produzentenplatte, DJ Spinner-Platte, waren auch vier Sachen drauf, die ich richtig geil fand. Also es gibt echt viel Rap-Zeug, das noch richtig geil ist. Gerade bei mir geht's halt dann natürlich erst über den Beat und die Musik, der sagt, oh, das klingt geil und alles. Und wenn dann der Text noch dope ist, dann bin ich halt wirklich Fan. Da kann es aber, muss es auch nicht der neueste Scheiß sein. Da sagst du, es muss Elektro-Beat sein oder so. Wenn das jemand kann, das kriege ich Gänsehaut noch in 10 Jahren. Also. Ja, ich komme zeitlich gar nicht so viel dazu, jetzt nach obskuren neuen Platten zu suchen. Ich bin dann immer fresh upgedatet von Roger, sein iPod. Nee, ich freue mich halt dann so über so klassische Sachen. So. Ich bin schon immer großer Madlib-Fan gewesen. Und wenn dann eben die neue Mozart rauskommt zum Beispiel, dann ist es halt dann Hi-Fi, High-End ohne Ende und nee, Quatsch, aber also zum Beispiel dieses Jahr, ich freue mich halt sehr dann über sowas wie das Mos Def Album, wenn es dann Madlib produziert hat, dann denke ich mir, das ist so eine Kombination, über die freue ich mich dann sehr und feiere dann sowas einfach eine Zeit lang. Das Ragwon Album ist auch gut, ja. Ragwon, weiß ganz genau, Ragwon, super. Ich fand die MGMT, fand ich geil, auf jeden Fall. Und was ich momentan viel höre, ist die Amanda Blank, so meine Jogging-Platte. Ich gehe nicht oft joggen, also von dem her ist es eine Scheißplatte, ich höre die fast nie an. Nee, die ist richtig geil. Also, ja, beim Pilates höre ich auch immer die Matchbänder. Die Leute reden ja immer in Hypes, es gab diesen Elektro-Hip-Hop-Hype und das passt jetzt alles ganz toll zusammen. Habt ihr eine grobe Ahnung, was als nächstes kommen könnte? Weil ich habe zum Beispiel, jetzt ganz neu gibt es ja dieses BlackRock-Projekt von Damon Dash, der ja dann irgendwie Rapper auf live eingespielte Rock-Sachen rappen lässt, was ich auch ziemlich gut finde. Könntet ihr euch sowas vorstellen oder könntet ihr euch vorstellen, was als nächstes kommt? Habt ihr sowas wie eine Idee? Also ich glaube, der nächste so Hype, ich meine, den gibt es ja jetzt eigentlich schon, also die 80s sind ganz groß im Zurückkommen. Ich meine, das ist auch kein neuer Hype mehr, aber ich fürchte fast, dass dieses Eurodance-Zeug auch so ein bisschen zurückkommt. Naja, es ist so. Ich meine, ich glaube ich schon. Also diese Black Eyed Peas-Single, die da zwischendrin kam, die auch bei den VMAs dort jetzt irgendwie groß zur Auswahl stand, das ist purer Euro-Dance-Pop-Trash halt irgendwie. Und da kommen viele Sachen, es gibt viele so 80s-Sachen, die wirklich richtig 80s sind, sowas, gibt auch geile Sachen da. Und was gerade, glaube ich, auch dann groß im Kommen ist, so New Folk-mäßig, was aber jetzt auch schon länger ist, weil die MGMT ist jetzt ein gutes Beispiel, so ein bisschen Speerspitze davon so, aber das alles, was ein bisschen Hippie-alternativ angehaucht ist und so Folk-Sachen, das ist auf jeden Fall, glaube ich, wird auch größer werden. Aber es sind jetzt mehr so Sachen, glaube ich, dieses Amerika und die dann hier rüberkommen, was jetzt so hier das neue Ding ist, außer der neuen Blumentopf-Platte, da sehe ich es natürlich auch nicht viel, ehrlich gesagt. Ich weiß ganz genau. Bringt mich zu der Frage, wie weit ihr denn die deutsche Szene verfolgt? Tut ihr das auf München fokussiert oder gibt es auch in Deutschland gute Rapper? Sie verfolgt uns in Interviews. Er ist eher so rum. Nö, also klar, ich meine, also ich muss jetzt ehrlich sagen, bei mir, also ich, das ist jetzt nichts, wo ich mich daheim hinsetze und sage, okay, da muss ich mich jetzt mal wieder updaten, sondern das ist dann auch meistens so, wenn wir jetzt unterwegs sind, hat irgendjemand Internet, hey, guck, hast du das gesehen und so, oder kennst du das? Und dann so Sachen wie, wenn wir in Hamburg auftreten und da sind irgendwelche Freestyle, die ich noch nie gehört habe, die dann noch Aftershow-Party drüben rappen, machen wir dann mit oder hören uns das an. Das sind mehr so, das passiert halt, weißt du, mit irgendwas, wenn ich auf was stolper oder so, wenn ich über was drüber stolper, dann höre ich mir das an und interessiert mich, wenn wir Demos kriegen, wenn wir die neue Cream Fresh halt irgendwie die neue Platte gemacht haben, höre ich mir das an. So ist jetzt nichts, wo ich wirklich den Drang auch habe, mich über alles zu informieren einfach, aber kenne mich so gediegen schon aus. Ja, es gibt schon coole Sachen noch, also es gibt viele verschiedene, mir geht es im Schuh, dass zeigt mir dann jemand, dann finde ich es geil. Ich meine jetzt zum Beispiel jetzt hier, weil sie hat ja auch bei Hass und Hoden irgendeinen, den ich gesehen und da von dem finde ich ein paar Sachen cool und gibt vieles, was ich, Morlock und Dilemma gefällt mir zum Beispiel gut. Das ist so ein Ding, was ich finde, was eine neue Art ist und sau fresh ist. Ich weiß nicht, ob das viele Leute immer genauso mitkriegen, aber das ist das, wahrscheinlich ist es schon 10 Jahre, gibt es die nicht mehr oder so, aber für mich ist es geil und da kommen immer wieder so Sachen, die ich cool finde. Weißt du, manchmal gefällt mir halt, das ist ganz cool, wenn jetzt so Rap
da ist, wo mir einfach gefällt, wie es klingt. Also gerade wenn wir auf den Text hörst, denkst du, oh Gott, so ein Schwachsinn, schade. Aber es gibt jetzt langsam Leute, die echt cool mit der Sprache umgehen. Also so total, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Oh Gott, ich rede mich da in was rein, aber alles sind derbe und doof. Wir sind natürlich immer dabei.